Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Kill 'Em All Box von Manuelsen. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, Kill 'Em All von Manuelsen. Wir haben hier eine schwarz-grüne Box. Wir haben hier einen Stein, sieht so ein bisschen nach Grabstein aus einer Steintafel aus, in die eingekratzt ist Kill 'Em All und darunter Manuelsen. Oben lesen wir noch König im Schatten präsentiert. Und dann haben wir hier noch eine Rose, diverse Rosenblätter, die hier gerade herumfliegen. Dann haben wir hier unten sogar noch ein Geburtsdatum und ein Todesdatum, wenn ich das... Das ist leider echt schwer zu lesen. Das Geburtsdatum ist 26.01.1979 und das Todesdatum never. Also, noch nicht verstorben, der gute Mann. Und dann haben wir hier unten noch Grashalme. Und die Optik zieht sich dann hier so weiter durch. Hier lesen wir dann ebenfalls wieder Kill 'Em All auf dieser Steintafel. Und hier ranken sich dann schon diverse Pflanzen über den Stein. Hier auch nochmal Kill 'Em All, also umgekehrt. Ja, jetzt Kill 'Em All. Und auf der Rückseite wird uns der Boxinhalt aufgelistet. Und zwar haben wir 2 CD Premium Edition, T-Shirt, Voodoo-Puppe, Poster und Sticker. Hier noch die Credits und ein Barcode. Alles klar. Gut, dann werfen wir gleich mal einen Blick hinein. Und uns offenbart sich ein T-Shirt. Dann haben wir hier Sticker. Die Voodoo-Puppe. Das Album an sich, das dürfte, jawohl, das ist Download-Code für Bonus-Content, schauen wir uns auch noch an, und ein Poster. So sieht das Ganze von innen aus, glatt weiß. Machen wir mal wieder zu und wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Kill 'Em All lesen wir hier Manuelsen in dieser roten, blutigen Schrift und darüber haben wir das Gesicht, den Kopf von Manuelsen, der hier schreit und blutverschmiert ist. Und Manuelsen trägt hier so eine ganz spezielle Brille. Sieht für mich aus wie so eine Schweißerbrille. König im Schatten präsentiert, lesen wir hier oben noch. Das Ganze ähnlich wie auch schon das Boxcover, so in schwarz-grün gehalten und rot. Sehr düster das Ganze. Dann lesen wir hier noch, was lesen wir hier? Manuelsen Kill 'Em All Premium Edition. Selbe lesen wir dann auch noch hier. Also das Ganze in Digipack-Form. Und dann haben wir hier auf der Rückseite 18 Tracks aufgelistet, inklusive CD2. Diese beinhaltet die Instrumentals. Wir haben Features von Azad, Hannibal und Olexesh, Xenia Fatal, Credibil und Kes. Also Kes und Xenia ja von König im Schatten. Ansonsten die Frankfurter hier, Hannibal, Azad, Credibil und Olexesh. Okay, dann haben wir hier noch die Credits und einen Barcode. Meine Favoriten-Tracks sind einmal der Track Nummer 2, Gerüchte 2.0 und der Track, wo haben wir einen Tunnelblick, Nummer 10. Ja, ist ein sehr düsteres, sehr, ja, aggressives Album, sowohl was die Beats betrifft, als auch die Atmosphäre, die Texte. Also Manuelsen hat hier eine Menge Wut im Bauch, eine Menge Hass, der sich aufgestaut hat. Kill 'Em All. Cover kennen wir bereits. Und dann haben wir hier im Booklet, wie so oft, die Tracks aufgelistet, inklusive der Infos, wer daran beteiligt war. Auf der rechten Seite ebenfalls. Etwas schwer zu lesen leider. Und hier nochmal alle Tracks im Überblick. Gut, sehr minimalistisch, sehr dünn gehalten das Booklet, aber ja, die wichtigsten Informationen sind da. Hier haben wir nochmal Manuelsen mit dieser Schweißerbrille und Kapuze, blutverschmiert. Dann haben wir hier den ersten Tonträger. Das ist einmal das Album an sich. Sieht so aus. Kill 'Em All. Und das Ganze, das gefällt mir sehr gut, dass das hier in schwarz gehalten ist. Also ich bin immer Fan davon, wenn die CDs spezielle Optik haben und nicht dieses klassische Silber.
Und dann lesen wir hier noch Instrumentals. Also die Instrumental-CD, die ist ja ebenfalls in schwarz gehalten. Gefällt mir richtig gut, dass die CDs in schwarz sind. Dann haben wir Sticker, zwei Stück an der Zahl, einmal in quadratischer Form, diesen hier, diesen Logo-Sticker von König im Schatten. Und dann haben wir einmal das Cover Kill 'Em All, ebenfalls quadratisch. Das Ganze hier so in glänzender Form oder in glänzender Variante und das hier eher matt gehalten. Dann haben wir eine Voodoo-Puppe, diese mit so einem Anhänger, also als Schlüsselanhänger nutzbar. Die Voodoo-Puppe in schwarz mit weißen Augen und weißem Mund. Und dann haben wir auch hier noch so eine weiße Nadel, so eine ganz typische, so eine Stecknadel. Ja, also was man damit macht, ist natürlich euch überlassen. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube jetzt nicht an Voodoo oder derlei Zeug, aber es ist eine nette Sache oder passt auch zum Album, weil es ja wirklich sehr, sehr gewaltig und sehr um sehr gewaltvolle Themen geht. Deswegen kann man dann hier sich einen entsprechenden Feind darunter vorstellen oder aussuchen und dann diesen entsprechend mit dieser Puppe misshandeln. Gut, ich lasse das Ganze jetzt mal so hier drin stecken. Viel mehr kann ich zu dieser Puppe jetzt nicht sagen. So sieht das Ganze aus. Okay, dann haben wir eine Karte und das ist keine Autogrammkarte, wie ich am Anfang vermutet habe. Nein, es ist hier, wir lesen es, gratis Download des Bonus-Contents. Also hier sind die Schritte beschrieben, die zu tun sind. Den Code werde ich nicht einlösen, den schenke ich euch. Wer auch immer möchte, kann diesen Code natürlich gerne statt mir einlösen. Sei euch gegönnt. Dann haben wir noch, bevor wir zum T-Shirt kommen, ein Poster. Und wie man es aus manuellen Boxen kennt, ist dieses unfassbar groß. Also Manuelsen ist echt so ein Typ, der in jede Box so ein unfassbar riesen Poster reinmacht. Ja, also ich tue mir immer schwer, die entsprechend zu präsentieren. Wir fangen einfach mal unten an. Hier lesen wir die Beteiligten, also die Features des Albums und unten natürlich noch die Credits. Dann haben wir hier in Rot den Schriftzug Kill 'Em All und darunter Manuelsen in dieser Blutoptik. Und weiter drüber haben wir dann wieder das Logo zu sehen. Und zwar Manuelsen hier mit dem blutverschmierten Gesicht. König im Schatten präsentiert, lesen wir hier noch. Also einfach das Cover des Albums. Das Albumcover hier nochmal in riesiger Posterform im Hochformat. Das Ganze einseitig bedruckt. Also ich muss ehrlich sagen, mir ist das Poster definitiv zu groß, auch wenn es von der Qualität und vom Druck her echt überzeugen kann, aber das Ding ist echt eine Tapete. A0 müsste das sein, glaube ich. Und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box noch ein T-Shirt. Schauen wir uns mal an. Oh, gar kein T-Shirt, ich habe mich geirrt. Es ist ein Tanktop. Also, die Ärmel fehlen. Das heißt, wir haben hier ein schwarzes Tanktop auf der Brust, den roten Schriftzug König im Schatten Records. Hier natürlich die Krone, wie sie sich für einen König gehört. Auf der Rückseite haben wir das M von Manuelsen, also das Logo von Manu. Und wir schauen mal kurz, womit wir es im Detail zu tun haben. Gildensoft Style, Größe L. 100% Baumwolle made in. Wo kommt es her? Bangladesch. Bangladesch, Grüße gehen raus. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier das schwarze Tanktop und hier im Brustbereich dann der rote Schriftzug König im Schatten Records mit der Krone über dem O. Und wie gesagt, auf der Rückseite der Neckprint, das Manuelsen Logo, ebenfalls in Rot, gefällt mir echt gut. Auch wenn ich jetzt nicht so regelmäßig Tanktops trage, aber so für den Sommer oder für den Strand ist das auf jeden Fall geeignet.
und gefällt mir vom Design echt gut. Schwarz-Rot, gelungene Kombination und Neckprints auch immer sehr gern gesehen von meiner Seite aus. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Tanktop in Größe L. Das Poster meines Erachtens ist das A0, einseitig bedruckt im Hochformat. Diesen Download-Code, wie gesagt, könnt ihr gerne verwenden. Diese Karte. Zwei Sticker in quadratischer Form. Das Album im Digipack inklusive der Instrumentals und die gerade runtergefallene Voodoo-Puppe. Das alles in dieser wunderbaren Box Kill 'Em All von Manuelsen. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Manuelsen unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.